Hi Leute, heute ist der 8. März 2022 und ich wollte ein Anschlussvideo machen von gestern. Und zwar habe ich ja gestern hier gestanden und mir selber die Frage gestellt: Wird Flauschi die Nacht hier bleiben? Ja, das war noch sehr spannend, weil unser kleines Entlein wackelte von hinten nach vorne und wieder zurück. Und ich bin dann allerdings noch mal runter. Ich hatte noch was zu tun im anderen Gehege. Bin dann eine halbe Stunde später wieder hier gewesen. Und was sehen meine Augen? Flauschi kuschelte mit ihren Geschwistern. Und da hinten ist eine von den Mamas. Das sind zwei Mamas, die haben sich das Nest geteilt. Und da hat Flauschi mit drunter gesessen. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen. Und heute Morgen kam sie mir lachend, also mit Schnabel aufgerissen, entgegen. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass sie sich freuen. Und besser geht's gar nicht. Ja, ich freue mich ganz doll. Da die Eingliederung war ja mal perfekt. Super. Ja, ich würde mal sagen, gelungen. Und jetzt ist das auch kein Thema mehr. Jetzt bleibt Flauschi hier. Ja. Das Flauschchen mit einem Fußknöchelbruch. Da war sie 3 Tage jung. Ja, was wollte ich denn noch erzählen? Ach so, und unten im Kindergartengehege sind jetzt noch Pflaume und Rosinchen. Und die beiden, da kümmere ich mich dann ab morgen drum, dass die auch in ein größeres Gehege kommen. Und zwar da, wo Skalpi drin ist, unten mit den Damen. Aber dieses Video ist jetzt flauschig. Ich muss immer lachen. Diese Größe. Die sind gleich alt. Ja, schön, ich freue mich. Gut, jetzt wackelt sie wieder nach vorne. Da könnten ja noch ein paar Blätter liegen zum Fressen. Und dann wackelt sie wieder hierher mit den Geschwistern. Also, ich würde mal sagen, perfekt. Kerl. Ach nee, das ist die Mutter. Bin ich erschrocken. Flügelschlag im Gesicht gehabt. Na gut, so, dann gehe ich jetzt wieder runter. Das Dudi, wo ist der denn hin? Ach, hier vorne. Am Foot, am Wasserpott. Na gut, so Flauschi. Ja, ganz toll geklappt. Alles klar, dann sage ich jetzt mal wieder Tschüss.